Bei uns ist ein Kenner der Szene, einer, der an der Uni Dortmund junge Biologie- und künftige Biologielehrer ausbildet, nämlich Professor Dietmar Graf. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wie finden Sie es, wenn im Biounterricht in deutschen Schulen künftig auch die christliche Schöpfungslehre eine Rolle spielen soll? Ja, also diese Frage lässt sich erstmal auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist die mehr inhaltliche Ebene. Schöpfungsvorstellungen sind Glaubensvorstellungen. Ich kann in der Bibel an die erste Schöpfungsgeschichte glauben, ich kann an die zweite glauben, ich kann an beide glauben, ich kann sie wörtlich nehmen. Ich kann sie gar nicht glauben, das ist mir alles freigestellt. Wohingegen die Evolutionsbiologie ein wissenschaftliches Aussagensystem ist, das geprüft ist, das sehr gut geprüft ist. Es macht keinen Sinn, nicht daran glauben zu wollen. Es wäre genauso, als würde ich nicht glauben wollen, dass wenn ich einen Löffel fallen lassen, dass er zur Erde sinkt, sondern, was weiß ich, eben nach oben schwebt. Genau, ja. Das heißt also, Sie glauben, dass das den Biounterricht nicht bereichern kann? Es kann den Biologieunterricht in keiner Weise bereichern. Ich würde vielmehr auf der anderen Seite fordern, dass es natürlich für den Religionsunterricht bereichernd sein würde, wenn man die Konsequenzen auf das Menschenbild der Evolutionstheorie dort behandeln würde. Also dieses Datum, was wir gehört haben, irgendwie 4000 Jahre vor Christi Geburt, ist aus wissenschaftlicher Sicht schlichtweg falsch, dass in diesem Datum die Erde aus dem Nichts erschaffen worden ist. Das ist völlig absurd. Es gibt derart viele Belege, auch aus verschiedenen Wissenschaften mit verschiedenen Zugängen, dass die Zahl, die auch in dem Beitrag genannt wurde, ungefähr 4,5 Milliarden Jahre, dass die stimmt, also durchaus ein bisschen länger. Sprechen wir hier eigentlich von Einzelfällen oder gibt es mehr Schulen, in denen solche Sachen passieren? Ja, das ist natürlich, also flächendeckend oder zahlenmäßig zu erfassen, ist ganz, ganz schwierig. Was in den deutschen Schulzimmern abgeht, das ist ja fast ein Geheimnis. Das kriegt man natürlich auch mit Befragungen nicht raus. Ich bin ja in dem Thema viel unterwegs, durchaus immer mal wieder Fälle, wo das vorkommt. Also es bezieht sich jetzt nicht nur auf Gießen, wie man vielleicht meinen könnte. Und was sind das für Schulen? Das sind in der Regel, hängt das gar nicht mit den Schulen, sondern hängt mit einzelnen Kollegen zusammen. Es gibt also Personen, Biologielehrer, die das machen. Und was wahrscheinlich noch viel verbreiteter ist, ist die Geschichte, dass es eben einfach nicht unterrichtet wird. Also, dass man sich nicht traut, bewusst Sachen wegzulassen. Ja, genau. Also, das ist so ein, Evolutionsbiologie ist so ein typisches Endthema, das am Ende der 10. Klasse und am Ende der Oberstufe gemacht wird. Und wenn man vorher ein bisschen trödelt, naja, dann kommt es halt nicht mehr dran. Fällt es hinten über den Tisch hinweg. Ja. Sie haben eine Umfrage unter Ihren Studenten gemacht zu diesem Thema. Was ist dabei rausgekommen? Also wir haben Lehramtsstudierende befragt, flächendeckend, also den gesamten Jahrgang in Dortmund und Biologie-Lehramtsstudierende natürlich auch. Bei den Biologen waren es 8%, die kreationistisches Gedankengut hegen. Bei den anderen sind es etwa 15%. Wir haben das parallel auch noch in der Türkei gemacht, das vielleicht nur nebenbei in Ankara, an der Hacettepe-Universität. Dort sind es 80%. Ja, glauben Sie, dass die im Verhältnis auch vielen Zahlen in Deutschland so zustande kommen? Woran liegt das? Ja, also zum einen ist es ja so, dass Kinder schon vom Kindergarten an mit Schöpfungsgeschichten konfrontiert werden. In der Schule erst in der 19. Klasse mit Evolutionstheorie oder Evolutionsbiologie, da haben sich natürlich schon Vorstellungen verfestigt. Viele Leute haben sicherlich auch Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass wir als Mensch nichts anderes sind als ein vom Baum gestiegener Affe. Ich will jetzt einen harten Schnitt machen und zur Politik jetzt kommen, auch wenn das vielleicht schwerfällt und vielleicht zum Lächeln verführt so ein bisschen. Glauben Sie, dass das gezielte Aussagen sind von Politikern oder ist das ein Ausrutscher? Naja, also es ist natürlich schwierig zu glauben, dass es ein Ausrutscher ist. Das ist ja nicht irgendwie nebenbei bemerkt worden, sondern war ja in einem Zeitungsinterview. Zum anderen hat Frau Wolf diese Aussage vor einem halben Jahr schon mal getroffen, als im letzten Herbst. Herr Althaus, der jetzige Ministerpräsident von Thüringen, hat Ähnliches vor 2 Jahren auch schon mal kundgetan. Also das Thema ist in der Politik angekommen und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Es gibt ja auch, ich sag mal, in Anführungszeichen Gemäßigte, die sagen, es gab jetzt nicht diesen einen Schöpfungsknall vor 4000 Jahren und seitdem ist das Universum da und der Mensch da, sondern sie sagen, es gibt halt keine natürliche Selektion, sondern so etwas, wie, was wir ruhig Gott nennen können, das ein bisschen bestimmt hat. Daran glauben Sie auch nicht? Also ich glaube das nicht, aber das ist ja jedem freigestellt, das zu tun. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass man im Biologieunterricht professionell handelt. Und professionelles Handeln heißt, die Wissenschaft zu unterrichten. Professor Dietmar Graf, Biologiedidaktiker von der Uni Dortmund. Danke.